3, 2, 1 und hochheben! No, Digga, ja Mann, okay. Nice, noch ein bisschen mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott! So Leute, was geht ab? Heute wieder ein neuer Vlog und zwar der zweite. Diesmal mit Niklas im Moji-Pulli. Geht ab, Alter. Und ihr hört ihn sogar, weil er hat einfach auch einen Sehner jetzt. Ja, Mann. Wie versprochen, letzte Folge oder letzte Episode. Jetzt hat der Niklas auch einen Sehner. Nice. Geil. Ja, und ich schreie wahrscheinlich wieder zu laut, dass das wieder übelst übersteuert. Sorry. Digga, so random, Alter. So, in dieser Episode wollen wir euch zeigen, wie wir das Foto auf Instagram gemacht haben, wo es da aussieht, als würde ich auf dem Boden liegen mit der SMC. Ja, Mann. Genau. Auf die Idee bin ich mit Niklas gekommen, als wir ein paar Fotos geschossen haben und ich diese Idee hatte, erstmal das Bike so aufrecht zu stellen. Das habe ich von Sören mehr oder weniger abgeschaut, weil er auch die Idee hatte bei einem Dreh von uns und ich fand es mega geil. Und da hat der Niklas einfach gesagt, ey, spring doch mal hoch, Digga, und dann machen wir ein Foto, dann sieht das aus, als würdest du da liegen. Ich so, yo, geile Idee. Also mega nice. Und das machen wir heute auf jeden Fall. Safe. Dafür müssen wir uns erstmal eine vernünftige Wand suchen. Oh, Schrecklage ist da. Ja, Digga, erstmal entspanntes Hündchen durch die Stadt jetzt. Ja, Mann. Übrigens, du hast ja jetzt den Akrapovic Fake Auspuff für deine. Stell mal dein Bike vor übrigens. Keiner weiß, was du fährst, Digga. Ja, Digga, das ist eine BMW F800R, Digga. Baujahr nice. 2019. Nice, nice, nice. Die ist momentan noch gedrosselt, Digga, weil ich auf jeden Fall jetzt den nächsten großen Führerschein auf mich machen werde. Den willst du machen, ja. Ja, werde ich auf jeden Fall, aber hängt halt mega von dem Straßenverkehrsamt ab, weil die übelst lange Wartezeiten haben. Ja, das fuckt halt ab, ne? Übertrieben. Aber die sieht schon geil aus, Alter, muss ich echt sagen. Schöne Upside Down. Ja. Ich finde das Heck halt, diese Handles finde ich nicht so schön tatsächlich. Geht mir auch so. Kann man aber abschrauben. Echt, kann man? Ja. Ja, okay, also aber sieht das doch nicht voll leer aus? Weil guck mal, hier ist doch voll der Hohlraum da. Mega. Hab ich schon gemacht, sieht übertrieben leer aus. Also ja, was auf jeden Fall bei meinem Bike noch kommt, sind Upside Down. Lenker, Spiegel, nice. Neuer Auspuff, jetzt nicht unbedingt der 40 Euro. Der Wish-Auspuff von Akra, ja, nice. Ja, der nicht unbedingt, sondern eher ein SC Protector. Aber sonst, geil. Gucken wir mal, was in 2 Jahren so ist. Und dann werden wir safe entweder eine andere BMW-Maschine haben oder eventuell sogar eine 701, Alter. das Ding ist, ja, du bist ja jetzt 2-3 Mal meine SMC gefahren, ja. Und feierst sie so heftig. Übertrieben, Alter. Dass du jetzt deine Junge, ist das krass, Alter. Ja, Mann. Das ist schon irgendwie ein bisschen traurig. Aber ich meine, die BMW ist ja trotzdem mega geil. Oder? Mega. Ich feiere die. Ist ein richtig schönes Motorrad, vor allem für Leute, so, die gerade umsteigen wollen von A2 auf etwas mehr Power, sind diese 90 PS auf jeden Fall richtig gut, ey. Ja, da kannst du richtig schön anfangen. Glaube ich auch. So, und sobald die offen ist, werden wir auch mal gucken, ob man das Ding hier auf jeden Fall wheelen kann. Ja, und, wir haben ja schon ein bisschen versucht, die zu wheelen. Und das Ding ist ja irgendwie, das Hinterrad rutscht ja immer mega heftig durch, ja, ne? Übertrieben. Das ist halt echt krass, ich check das nicht. Weil ich habe sogar versucht, echt im ersten Gang zu wheelen. Und das sollte ja eigentlich kein Problem sein für den 800er. Und die rutscht mir die ganze Zeit hinten durch. Also wirklich, ich zieh Kupplung, gib Gas, will hochgehen und dann zack, man merkt richtig, wie das Hinterrad so ausschlägt und die Karre durchrutscht. Das ist echt heftig. Ja. Ja, wir gucken mal. Vielleicht kriege ich ja sogar ein Power Wheelie, sobald die offen ist so. Meinst du? Vielleicht, 2. Gang. Könnte ich mir vorstellen. Krank, Alter. Weiß nicht, ehrlich gesagt. Power Wheelie ist schon heftig. Aber ja, okay, aber wenn du Speed hast und so, ne? Ja. Ich meine, 1. Gang geht halt, ist halt schwierig bis jetzt so, aber. Ja, ist halt kein Vergleich zur SMC, ne? Nee, 1. Gang ist halt so und du bist dann oben so. Richtig geil, Digga. Ja, auf jeden Fall lass mein Bike so. Ja, Mann. Ist schön rot-schwarz, Alter. Ja. Die Kombi, habe ich letzte Woche davon gequatscht. Aber ich finde halt so ein eloxiertes Rot viel schöner, ne? Dieses chromenmäßige ist halt nochmal viel geiler. So. Hat deine eigentlich Euro 4, ja, ne? Ja. Ja, die ist halt unnormal leise, ne? Guck dir den 2-Zylinder und dann voll kein Sound, das ist halt traurig. Guck dir den Top an, dann weißt du, dass das Euro 4 ist, Alter. Das ist halt mega sad, Digga. So, niemals den Schulterblick vergessen, ne?
ohne Spaß, mit Superfluss fährt die ruhiger. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin nie unter 3000 Umdrehungen gefahren, ne? Okay. Und ich fahre jetzt 2,5 und die zuckelt gar nicht an der Kette. Ich sag mal so, entweder laufe ich jetzt den größten Bullshit, aber... Nein, Junge, ich laufe echt keinen Scheiß. Nee, ich meine, pass auf, es kann echt daran liegen, eventuell, wie gesagt, bringt mich um, wenn ich jetzt komplett Scheiß laber, für die Leute, die halt richtig Plan haben. Ja. Aber eventuell hat Superfluss wesentlich weniger Bleianteile und dein Motor verträgt das viel, viel mehr. Kann sein halt, ne? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe das mal irgendwo gelesen, auf jeden Fall, in irgendeinem Forum, ne? Dass Superplus wohl ein bisschen geiler ist für die SMC. Ein paar haben halt erzählt, ja, dann knallt die ein bisschen mehr und so, ne? Das finde ich jetzt nicht, dass die irgendwie mehr knallt. Die knallt ja gar nicht, also wenn du jetzt vom Gas runtergehst, ne, die knallt nie. Irgendwie, also das ist echt ein Bike, die hat halt überhaupt, die knallt nicht einfach, ist einfach nicht so. Die hat zwar einen geilen Sound und so, aber die knallt nicht. Aber musst du ja auch eigentlich nicht so. Dein Sound ist auf jeden Fall schon mal richtig nice. Ja, aber ich meine, guck, wenn du jetzt so den hier machst und dann pop, kommt, ist das einfach geil, weißt du? Ja, ich weiß. Aber ist halt nicht so, ne? Das ist halt irgendwie die SMC, die ist halt so clean. Ja. Ich meine, ich find's nicht so schlimm. Ich find's halt nur schon ganz geil, aber muss nicht. Und dann haben halt ein paar geschrieben, wenn die Super Plus getankt haben, dass das dann so knallt. Okay. Ja, also das ist Bullshit. Also zumindest bei meiner Karre halt. Was wirklich jetzt ohne Scheiß, was wirklich geiler ist, ist, dass sie nicht mehr so zuckelt an der Kette, wenn du halt 2500 Touren fährst. Weil ohne Scheiß, wenn du vorher 2,5 gefahren, ne, im zweiten oder dritten Gang und die hat immer so ein bisschen geruckelt. Okay. Weißt du, da musst du immer ein bisschen entweder Gang runterschalten oder halt ein bisschen schneller fahren. Ja. Und das macht jetzt irgendwie nicht mehr so heftig. Das finde ich ganz geil. Nice. Ja, aber so eine Plus hat natürlich teurer, ne? Ich weiß ja nicht. 10 Cent. Aber ich meine, Alter, was fasst der Tank hier? 10 Liter oder so? Ja, dann juckt das einen halt auch nicht, weißt du? Auch wieder wahr. Ja. Okay, ich glaube, wir sollten mal uns so langsam auch ins Spot raussuchen, wo wir die Karre mal so aufrecht stellen können. Wo können wir das machen, Alter? So mitten in der Stadt, Alter. Das wäre krank, Junge. Das wäre so weird. Anzeige ist raus. Die Wand von der Volksbank ist ja eigentlich auch ganz geil. Aber es ist die Volksbank. Ja, aber ich meine, das Problem ist, glaube ich, auch, das sieht dann nicht so aus wie ein Boden, weißt du? Du brauchst ja schon eine Wand, die irgendwie so aussieht, als könnte das Boden sein. Ja, stimmt. Weißt du? Und das sieht dann echt aus wie eine Wand, und dann kann man es dann nicht so gut machen. Ja, die Wand sieht schon gar nicht so schlecht aus, aber wir brauchen auch so ein bisschen Entfernung, damit die Kamera weit genug sein kann. Ist gar nicht so einfach, so eine Wand zu finden, ne? Ne? Dachte ich mir jetzt auch gerade so. Ich dachte so, ja, wir fahren durch die Gegend und dann finden wir einfach irgendeinen Scheiß. So. Aber Starek Becker war auch echt schon echt nice. So. Ja, das stimmt. Da ist auch nichts, das ist ja chillig. Ja. Guck dir mal die Blicke hier an. Voll nice, Alter. LOL. Der kommt hinten dran jetzt auch, weil hinten ist ja kaputt gerade. Ja. Dann kaufe ich mir die halt und pack die hinten auch noch drauf. Halt vorne und hinten gleich. Ist geil, oder? Auf jeden Fall, Alter. Das ist voll sexy, ne? Bei mir ist einfach nur so blink. Ja, dabei sehen deine halt so aus, als könnten die das auch eigentlich. Ja, ne? Halt, weil die so lang sind, ne? Ja. Ist aber nicht so! Oh, Junge, safe wieder übersteuert, Alter. So, okay, aber jetzt hier, komm, hier finden wir was, oder? Wand, Junge, eine Wand, Digga. Hier, was hier? Ist dieser? Ja, was ist ja, okay, hier ist geil, oder? Ja, mach mal. Ja, da ist der, die nehmen wir, korrekt. Oh, ich dachte gerade, du bist Fahrrad, Digga, oh mein Gott! Junge, ich guck nach rechts! Fuck! Shit, Alter, vorher bremsen! Ja, das ist eine geile Wand. Ja. Okay, Digga. Das ist aber schon ganz schön dunkel jetzt geworden, ne? Ja, aber es geht doch gerade so, dass wir das auf jeden Fall noch gestellt kriegen. Okay, gut. So, jetzt fangen wir den Tutorial-Part an von diesem Video. Und zwar zeigen wir euch jetzt, wie man dieses Bike hier hochbekommt an diese Wand, ohne Photoshop, ohne irgendwelche Tricks, ohne irgendwelche Fake-Dinger. Ja, genau. Und das Erste, was ihr machen müsst, ist, ihr packt den ersten Gang rein. Habe ich jetzt schon. Der ist schon drin, weil wichtigste ist erster Gang. Den habe ich nämlich schon so abgestellt im ersten Gang. So, Vorsicht, warte kurz. So, und dann müsst ihr die halt relativ nah, jetzt nicht zu nah, aber relativ nah an die Wand stellen, die Karre. So, ja. So, erster Gang ist drin, ne? Hier, merkt ihr? Ihr schiebt, ja? Easy, Alter. So, jetzt nach dem Workout, also Post-Workout hochheben. 3, 2, 1 und hochheben! Oh, Digga, ja, Mann. Okay. Nice, noch ein bisschen mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott! Okay, Digga. Okay. So, dann stellt ihr mit dem Lenker an die Wand ran. Ihr dürft ruhig ein bisschen anschrägen und den Reifen dran. Fuck, Digga, ich höre dich nicht mehr. Ja, warte, gleich. Sehen hast du gerippt. So. Reifen an die Wand, noch ein bisschen mehr zum Kipppunkt. Ja. Noch ein bisschen noch mehr Kipppunkt. Mehr, Alter. Ja. Oh, Digga. Holy shit. Nee, noch ein Tick mehr.
Okay. Oh mein Gott, das ist gerade irgendwie gruselig. Die hält viel schlechter als an der anderen Wand. Ich mach das, Digga. Irgendwie ist die höher. Ja, easy. Hält. Das sehen wir nachher in dem Bild. Okay, dein ist ausgegangen. Leg das an. Ah, okay. So Leute, wir haben es geschafft, wir hatten gerade ein paar Probleme mit dem Sena, aber wie ihr seht, steht die Karre jetzt wieder. Oder die steht jetzt. Und ja. Und so könnt ihr ein geiles Foto mit dem Bike machen, weil es einfach steht. Ja. Wie eine Eins. Ja. So, jetzt zeigen wir euch noch eben, ich mache das mit dem Niklas jetzt einfach. Okay, Niklas, du musst jetzt so tun, als würdest du an der Wand liegen. Oh, entspannt, Digga. Und wir machen das dann mit der Kamera. Schön mit dem Helm. Weißt du, was ich lustig fand bei dem Pick auf Instagram? Was du sahst, wenn man so angezoomt hat, sahst du halt übelst angestrengt aus bei dem Sprung, weil du dich voll konzentriert hast. Meinte, ich dachte, ich sah richtig chillig aus. Sah auch, wenn du so das gesamte Bild siehst, sah übel gechillt, das aber ich, doch. Ich sehe dein Auge so dieses. Und ich hoffe, ich krieg das jetzt auch so geschissen, Digga, wie du. Boah, warte mal, Alter. Meinst du, der geht gut, Alter? Nur gesprungen? Ja, klar, Digga. Ja, pass auf, dass du den Reifen nicht berührst, Alter. Ich geh einen Tick mal weg, Alter. So. Auf jeden Fall, Digga. Boah, schon ganz schön dunkel. Wir hätten uns eine bessere Tageszeit aussuchen müssen. Okay, warte. So, dann müsst ihr drauf, ihr müsst einfach ganz tief gehen und achtet darauf, dass ihr den Boden nicht im Bild habt. Boah, Digga, Alter, ich muss einfach richtig straight springen. Ich bin ready, Bro. Okay, bist du ready? Ja. Go. Nice. So, dann kurz, ne? Ja, Digga. Easy. Erstmal Maschine wieder runter. So. Nächste Tolle, wie schubst man die Karte einfach um? Also kurzer Tipp noch, es riecht jetzt ein bisschen nach Benzin, weil die hat ja den Tank hinten und ich glaube, da läuft immer so ein ganz kleines bisschen was aus. Bisschen. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Ja. Ja. Hä? Easy. Okay. So, geil. Ja. Das war's, oder? Ja. Geil, okay. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr das Bild auch hinkriegt, postet es bei Instagram, verlinkt uns, zeigt uns eure Bilder, die ihr damit geschossen habt. Und wir haben schon eine neue Idee vom lieben Polofahrer hier. Richtig geil. Geh schnell, Bruder. Ja, Mann. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, kommentiert das Ganze. Auf jeden Fall, Digga. Wollt ihr vielleicht noch ein paar andere Ideen haben? Wir werden demnächst auf jeden Fall noch ein anderes Bild schießen, was auch geil ist, was er jetzt gerade vorgeschlagen hat. Was eine geile Idee ist eigentlich. Ja, ne? Und vergiss nicht, die Ringbell zu aktivieren, damit ihr seht, was als nächstes kommt. Und ich würde sagen, es hat Bock gemacht. Auf jeden Fall, Digga. Bis zum nächsten Mal. Und ich habe noch keinen Spruch, also. Ja. Ja. Digga, warte mal eben. Hier ist der erste Gang, Digga. Warte. Wenn ich jetzt einfach sitzen bleib, Digga. Sitzen bleib. Die schmeißt dich voll weg, Alter. Ja. Die Karre. Aber locker, weil die halt auch durchdreht. Ah, Digga, gönn dir diesen Himmel, Alter. Krank. Ja, Mann. Aber heute schon ein geiler Tag, ey. Ohne Scheiß. Vor allem auch mega produktiv. Ich habe das Video von Sören heute noch geschnitten. Das Türkis-Video kommt bald raus am 26. am Sonntag. Und da bin ich auch gespannt, wie die Leute das finden. Das ist nochmal ein ganz anderer Stil, auch den ich sonst immer shoote quasi. Okay. Hab was Neues ausprobiert. Aber ich weiß neu, eigentlich ist das nicht neu, aber ich habe noch nie so extrem gemacht. Meinst du mit diesem Raus und Rein? Ja genau, dieses Raus und Rein. Das war übel. Ich fand das richtig geil, Alter. Ja, ist ganz geil, ne? Aber ist halt, ich finde es ein bisschen zu extrem. Weil ich das ganze Video durchziehe, aber jetzt mal so ein Behind-the-Scenes-Fact zu dem Video. Die Idee ist ja, weil der Pulli ist ja so türkis, ne? Ja. Und so der Sören meinte auch so, das hat so diesen Navy-Maritim-Flair, also so Meer, Wasser und so. Ja, stimmt schon. Und da habe ich mir so überlegt, was mache ich? Weil erstens, wir hatten nur, also ich hatte zum Überlegen, null Zeit, weil der mich ja einfach Anfang der Woche angerufen hat und gesagt, Marcel, am Wochenende bist du in Hamburg. Lass mal was drehen. Ich so, jo, können wir machen, hab auf jeden Fall Bock, aber ich bin vorher auf dem Job. Und ich bin halt auch voll ausgebucht und so ein Kram, ne? Ich habe also keine Zeit darüber nachzudenken. Ja. Und dann habe ich mir halt schnell was überlegt und das war so, was ist so Wasser, ne? Ja, ja. Und dann musste ich instant so an Bruce Lee irgendwie denken, Alter. Be water, my friend. Be water, my friend, so, ne? So, be water, so flow, weißt du? Wasser fließt, das ist so flowig und so. Da habe ich mir überlegt, Alter, ich mache einfach ein Video, was quasi komplett durchfloat. Also was halt komplett wie so ein Fluss geht, ne? Also das war das Ziel im Prinzip. Verstehe. Und das ist halt die Idee dahinter. Und dann habe ich ja halt noch so ein paar Locations einfach gescoutet, gesucht im Internet, die halt dazu passen. Wir waren halt am Strand und so was, ne? Also
Ja, und dann, das Ergebnis dann geworden im Prinzip. Ja, aber ich fand das halt jetzt gerade, habe ich das ja gesehen. Das war einfach komplett nice, Digga. Ja, das ist schon ganz geil. Vor allem, weil du das halt wirklich komplett durchgefloat hast. Ja. Fand ich das sehr, sehr geil. Das ist ja mal random, Alter. Du sitzt einfach hier so. Vielleicht hat er einfach den Sonntaggang genossen. Irgendwie ja, romantisch. Gut, kann ich halt absolut verstehen, aber ja. Romantisch ist das doch irgendwie nicht alleine. Ja, das stimmt. Das finde ich wieder ein bisschen sad, so weil sie wieder alleine sitzt. Ja, Mann. Ich weiß, wenn man so ein hübsches Mädel am Straßenrand alleine den Sonntaggang anguckt, ja. Dann ist irgendwas nicht korrekt, Alter. Mies, Mann.